Aufgepasst, Leute. Wir werden jetzt fehlerfrei an die Sache rangehen. Hoffentlich. Ich versuch's, ja. Also, keinen Fehler erlauben. Konzentrier dich und fang an nachzudenken. Da stimmt was nicht. Natürlich stimmt da was nicht. Die Argumentation der Anklage enthält einen entscheidenden Fehler, euer Ehren. Entscheidenden? Fehler? Autsch! Wie interessant. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Präsentation dieses Fehlers. Erkläre mir doch bitte, warum meine Erklärung nicht stimmen kann. In ihren Ausführungen muss ihr einfach irgendein Lapsus unterlaufen sein. Sie muss ein wenig Abstand zwischen sich und dem Doktor gebracht haben. Und dann, als sie gerade erneut zustechen wollte, schoss der Doktor. Welches Beweisstück könnte dieses Szenario nur widerlegen? Ja gut, das Einzige, was es jetzt noch gibt, ist ja eigentlich dieses Beweisstück hier, ne? Also der Wandschirm. Dieses Beweisstück lässt dein Kartenhäuschen in sich zusammenfallen. Was soll das sein? Ein Wandschirm? Ja, wenn das Gericht seine Aufmerksamkeit bitte auf das Loch darin richten würde. Wirkt, als wüsstest du bereits, worauf ich hinaus möchte. Wer, wie, was, warum, weshalb, wieso? Herr Wright, Ihre Erklärung bitte. Oh, sind die beiden wirklich so ahnungslos? Die Kugel durchschlug zuerst den Ärmel der Angeklagten und danach den Wandschirm. Und das Ganze auf einer Höhe von schätzungsweise 20 cm über dem Boden. Also, als der Schuss abgefeuert wurde, war Maya, ich meine die Angeklagte, nicht dabei zuzustechen, sondern saß vielmehr auf dem Boden. Oh, jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich, Franziska. Ruhe, Ruhe. Das ändert natürlich alles. Schauen Sie sich bitte mal die Abbildung des Tatorts an. Das Opfer Dr. Gray befand sich hier, als er den Schuss auslöste. Die Kugel traf diesen Wandschirm. Und zwar in einer Höhe von etwa 20 cm vom Boden aus gemessen. Und jetzt raten Sie mal, wo sich die Angeklagte zu diesem Zeitpunkt aufhielt. Ach. Immer dieser Druck, der durch die Leiste da oben erzeugt wird. Aber gut, wenn das Einschuss auch sich da befindet, muss sie ja hier gesessen haben, ne? Also, wenn sie den Ärmel getragen hat, also, es muss ja auf kurze Distanz passiert sein. Sie stand hier direkt neben dem Wandschirm. Moment mal. Die Angeklagte war doch der Höhe des Einschusslochs nahe. Oh, 1, 2, 3. Die Angeklagte war doch der Höhe des Einschusslochs nach zu urteilen in Bodennähe. Aber wie kannst du daraus die genaue Entfernung ableiten? Wäre es nicht vorstellbar, dass die Angeklagte wesentlich dichter am Opfer stand? Ja, unmöglich. Aber wieso? Gerade du müsstest das eigentlich wissen, Frau von Karma. Wäre der Schuss aus kürzerer Distanz erfolgt, müssten Schmauchspuren vorhanden sein. Fakt aber ist, dass es um das Loch in dem Kostüm keinerlei Spuren solcher Art zu finden gibt. Sei verflucht, Phoenix Wright, du! Damit wäre dann wohl erwiesen, dass die Angeklagte weiter vom Opfer entfernt war, als der Schuss erfolgte. Aber was bitte ändert das an der Situation der Angeklagten? Alles, natürlich immer. Ehrlich gesagt, euer Ehren, ändert das die gesamte die gesamte Sachlage. Die Anklage behauptet, die Angeklagte hätte vorgehabt, das Opfer zu erstechen. Wenn es sich so verhielte, was läge dann näher, als den tödlichen Stoß auszuführen? Aber stattdessen, was tat die Angeklagte zu eben jenem Zeitpunkt? Sie saß drüben neben dem Wandfirmen? Genau. Wenn Maya Fay tatsächlich die Mörderin war. Warum saß sie dann neben dem Wandschirm, anstatt zum nächsten Stoß auszuholen? Wenn man sich das genau überlegt, ergibt das wirklich keinen Sinn. Ja, ich habe mich auch so gefragt, was der Grund dafür gewesen sein könnte. Es ist Ihr Job, Gründe zu finden und deren Plausibilität zu belegen. Als mopp doch mal nicht den armen Gammschuh. Perfekt, damit sollte der Rest der Verhandlung ein Trottelchen, du. Katastrophenalarm. Du bist ein wirklich kluges Kerlchen, Phoenix Wright. Nicht zu fassen, dass du in einem dermaßen aussichtslosen Fall so gut dastehst. Darum also hat Papa solche Probleme mit dir. Wirklich unterhaltsam. Igitt, musste sie von ihrem Vater ausgerechnet dieses schmierige Grinsen erben. Inspektor, wie kannst du es wagen, meine unumstößliche Logik dermaßen zu ruinieren?
Wie bitte? Wieso bin denn jetzt ich auf einmal an allem schuld? Zur Wiederherstellung deines Status solltest du erst einmal diesen 3-Tage-Bart loswerden. Ach, und übrigens, verlass dich darauf, das wird noch Konsequenzen für dich haben. Konsequenzen? Nun gut, euer Ehren, denke, die weitere Anwesenheit des Inspektors erübrigt sich. Wir sollten den nächsten Zeugen aufrufen. Nächster Zeuge? Das muss Lotta sein. Also gut, das Gericht nimmt sich eine 5-minütige Verhandlungspause. Danach werden wir dann den nächsten Zeugen hören. Ja, das lief doch ganz gut. Ich meine, bis jetzt kann uns Franziska noch nicht an den Leim, ne? Also noch nicht. Mal gucken. Dann speichern wir mal und schauen, was denn Lotta zu sagen hat. Wahrscheinlich lügt sich wieder durch die Gegend, ja? Um einfach wieder besser dazustehen oder den Moment zu nutzen. Hat sie ja beim letzten Mal auch gemacht, ne? 21. Juni, 11.37 Uhr. Bezirksgericht, Angeklagten, Zimmer Nummer 3. Hui, das war knapp. Ich weiß, dass du bei meiner Verteidigung alles gegeben hast, aber ich konnte spüren, dass die Todesstrafe in der Luft lag. Also wie die Todesstrafe in der Luft lag. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich selbst kurz vor dem Tod. Aber sie waren wundervoll da draußen. Sie haben zugehört, Theorien entwickelt und alle dazu gebracht, ihnen zu glauben. Danke. Moment, dazu gebracht? Das muss die geheime Technik der Anwälte sein, oder? Apropos, ist die nächste Zeugin die, für die ich sie halte? Ja, ich bin ziemlich sicher, dass es Lotta Hart sein wird. Oh, noch ein Schlamassel, wie immer. Erinnere dich daran, Nick, du hast versprochen, mich zu retten. Wenn du verlierst, wird mein Geist dich zusammen mit dem meiner Schwester heimsuchen. Deine Schwester? Die mystische Mia? Ja, erinnerst du dich an sie, Pearly? Meine Schwester war eine super gute Anwältin. Sie war auch Nicks Lehrerin. Oh, das wusste ich nicht. Ja, 21. Juni, 11.43 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Weiter geht's. Ach, ich bin echt mal gespannt, was jetzt kommt. Also wirklich, das kann ja nichts Gutes werden. Auf jeden Fall hat sie ja noch 2 Fotos, die sie uns zeigen wollte. Ne? Oder die sie sicherlich jetzt hier als Beweismittel vorbringen wird. Das Gericht kommt wieder zusammen als erstes. Aua! Ich will nichts davon hören, alter Mann. Nachdem ich meine Zeugin aufgerufen habe, wirst du still sein und artig zuhören. Ja. Bring die Fotografin herein, dass die Beschwörung mit, die die Beschwörung mit ansah. Da ist er. Zeugin, dein Name und dein Beruf, wenn du so freundlich wärst. Hey, Phoenix, wie geht's? Prima. Tut mir leid, das hier. Hatte keine Wahl, weißt du? Heidewitzka! Name und Beruf. Ja, ich protestiere, was zur Hölle? Hey Richter, das war eine klare Gewalttat gegen meine zarte Person. Das ist schon in Ordnung. Wow, das ist schon in Ordnung, was? Das ist schon in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das ist eine Peitsche. Aua! Es gibt keinen Grund für dumme Schreie von Dummköpfen. Beeil dich einfach und sag aus, was am Mordtag geschah. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, meinen Namen und meinen Beruf zu nennen. Mein Name ist Lotta Hart, Geisterfotografin, und ich bin hier, um auszusagen. Meine Güte, ey. Nun, wir wollen wieder eine große, glückliche Familie sein, okay? Was ich sah. Na, schauen wir mal, was sie sah. Nur der Doktor und der Angeklagte gingen in den Beschwörungsraum. Wir warteten draußen und dann, peng, hörten wir diesen Schuss. Der Herr Anwalt da brachte Tür auf und wir eilten in das Zimmer. Da drin war der tote Opfer und die Angeklagte, die mit einer Peitsche ich habe jetzt gerade posttraumatische Belastungsstörung durch den ganzen Missbrauch hier vor Gericht. Ich meine natürlich mit einer Pistole rumfuchtelte. Ich schwöre, außer den beiden war niemand im Raum. Und haben Sie direkt nach dem Mord ein Bild vom Tatort gemacht? Denken natürlich. Hä? Bitte? Denken natürlich. Das ist kurz für was denkst denn du? Natürlich habe ich das. Sehe ich so aus, als würde mich das interessieren? Beeil dich einfach und zeig dem Gericht das Bild. Der Moment der Wahrheit. Was wird auf dem Foto zu sehen sein? Mal sehen. Das hier ist das Bild. Oh.
Ja gut, ich habe jetzt eigentlich ein verwackelteres Bild vermutet, ja, oder ein sehr unscharfes Bild, aber das sieht doch schon sehr eindeutig aus. Sieht wirklich so aus, als wären nur die Angeklagte und das Opfer in diesem Raum. Ein Foto vom Tatort. Lottas Foto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Bist du bereit, Phoenix Wright? Ich werde alle Zweifel über Maya mit diesem Kreuzfeuer beseitigen. Ihr werdet es sehen. Oh ja. Wie gesagt, wir werden das hinkriegen. Maya, die werden wir aus dem Knast rausbringen, ne? Nur der Doktor und die Angeklagte gingen in den Beweis, in den Beschwörungsraum. Gingen wirklich nur diese beiden hinein. Was plapperst du da? Du warst auch dort, oder etwa nicht? Warum beantwortest du dir das nicht selbst? Waren es wirklich nur die beiden? Ja, Gray und Maya waren die einzigen, die in den Raum gingen. Moment, die Verteidigung kann nicht gegen ihren eigenen Mandanten aussagen. Ach, wie dem auch sei, Leute. Nur die beiden gingen in den Beschwörungsraum, klar? Aber das wusstest du ja schon von Anfang an, oder? Zeugin, fahre fort. Wir warteten draußen und dann, peng, hörten wir diesen Schuss. Nee, Moment, da habe ich natürlich einen Einspruch erheben. War es wirklich ein Schuss? Ach, bist du verrückt? Du musst ihn doch auch gehört haben. Warum machst du nicht eine Aussage, Phoenix Wright? War es wirklich ein Schuss? Ja, ich schätze, es war etwas, das wie ein Schuss klang. Und warum hören wir hier der Verteidigung bei einer Aussage zu? Und wieder wird die Welt etwas grausamer. Ich hörte schon mal einen Schuss, darum weiß ich es. Und ich sage, das war ein Schuss. Also, hier wird die Geschichte spannend. Der Herr Anwalt da brachte Tür auf und wir eilten ins Zimmer. Also, um es noch einmal klar zu machen, dieser Herr Anwalt da trat die Tür ein. Ehrlich, Phoenix Wright, warum sagst du es nicht? Was geschah? Ja, Frau von Karma, ich habe die Tür aufgebrochen. Entschuldigung. Warum fühle ich mich wie bei der Inquisition? Ja, du musst dich nicht entschuldigen. Das war toll. Du bist ein echter Mann. Oh, wirklich? Das hätte ich gern gesehen. Der Richter lächelt ziemlich offen. Ich werte das als gutes Zeichen. Und was sagst du, nachdem die Tür geöffnet wurde? Da drin waren das tote Opfer und die Angeklagte, die mit einer Pistole rumfuchtelte. Sind Sie sicher, dass es Maya Fey war, die Angeklagte? Sicher bin ich sicher. Lotta scheint ziemlich überzeugt von ihrer Aussage. Angreifen, natürlich. Lotta, bitte, denken Sie noch einmal an diesen Tag zurück. Worauf willst du denn hinaus? Erinnern Sie sich, was Sie sagten, als wir den Raum aufbrachen? Ja. Ich wurde ermordet. Klick. Herr Lotta, unter diesen Umständen. Das sind die perfekten Umstände für ein paar Schnappschüsse. Wie dem auch sei, was geht denn hier vor? Dieses Mädel, ist das Maya? Als Sie die Mörderin zu diesem Zeitpunkt sahen, konnten Sie nicht einmal eindeutig sagen, ob es Maya Fey war, stimmt das? Nun siehst du... Tja, jetzt hängt sie schon wieder an sich in Details. Und einfach Details zu vergessen, ne? Wichtige Details. Ruhe, Frau Hart, Sie müssen ja eine wahre Aussage machen. Ja, entschuldige. Gut, das verschiebt die Sache wieder zu meinen Gunsten. Für einen Strafverteidiger ist seine Verteidigung sehr lückenhaft, Phoenix Wright. Hä? Zeugin, erinnere dich daran, wie diese beiden den Beschwörungsraum betraten. Als sie ihn betraten? Ja, eine der Personen, die den Raum betraten, war Maya Fey, richtig? Ja, das ist richtig. Ja, es war Maya, die hineinging. Dann scheint es, als wären wir zu einem gemeinsamen Schluss gelangt. Die Person auf diesem Bild ist ganz sicher Maya Fey. Genau. Oh Mist, und wieder sitze ich in der Falle. Ich schwöre, außer den beiden war niemand im Raum. Sind Sie da absolut sicher? Sicher, aber diese alte Hexe scheucht uns aus dem Raum, darum... Alte Hexe? Meint sie Morgan Fey? Aber sonst war niemand da drin und das wär's da. Der Beschwörungsraum war ziemlich dunkel, beinahe stockdunkel. Und da war wirklich sonst niemand drin? Zum Beispiel... Hinter dem Wandschirm? Ich meine, unter den Matten würde auffallen. Hinter der Tür? Naja gut, wenn sie geschlossen ist, wie denn? Hinter dem Wandschirm. Was ist mit dem Wandschirm? Haben Sie dort nachgesehen?
Denken klar! Hä? Was zur... Denken klar! Du weißt schon, was denkst du denn? Das ist doch wohl klar. Ich hab mich einmal im ganzen Raum gesehen. Da war auf keinen Fall jemand hinter diesem Mannschirm. Wenn ich einen Augenblick mit Ihnen sprechen dürfte, Frau Hart. Was? Gibt's ein Problem? Denken klar! Ich meine, ich habe etwas Schwierigkeiten, Sie zu verstehen. Wenn Sie bitte damit aufhören würden, so Dinge wie Denken klar zu sagen. Also, Phoenix Wright, siehst du da ein Problem bei dieser Aussage oder nicht? Ach, genau wie ich dachte, mit Ihrer Aussage stimmt alles. Ich war dabei, darum weiß ich, dass sie die Wahrheit sagt. Genug! Wie es scheint, gibt es keine weiteren Probleme mit Frau Harts Aussage. Zum Zeitpunkt der Tat waren nur zwei Leute im Beschwörungsraum. Das Opfer Dr. Turner Gray und die Angeklagte Maya Fey. Das Gesicht der Angeklagten kann auf dem Foto nicht bestätigt werden. Dennoch, wenn wir die Umstände in Betracht ziehen, muss es die Angeklagte sein. Was soll ich nur tun, wenn ich das einfach durchgehen lasse? Was ist los, Herr Wright? Sie sehen aus, als wollten Sie etwas sagen. Wenn ich jetzt etwas Falsches mache, habe ich den Richter gegen mich. Gibt es nicht etwas, mit dem ich zeigen kann, dass das auf dem Bild nicht Maya ist? Können wir etwas vorzeigen? Ich meine, ja gut, das Bild an sich... Hat sie irgendwas an sich? Ich meine, sie sieht schon sehr Maya-artig aus. Zum Zeitpunkt des Mordes zurück. Wie sieht's mit der Kleidung aus? Na gut, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Das heißt, da können wir jetzt nicht... Ich meine, es wird schon das sein, was sie trug, oder? Ist das so? Ja, das ist diese Beschwörungskutte. Ja, oder... Warte mal. Moment mal. Wir könnten uns ja jetzt... Wir können ja nochmal auf das Einschussloch eingehen. So, das Einschussloch ist am... Moment mal, wo war das jetzt? Am rechten... Nee, Quatsch, am linken Ärmel. So, am linken Ärmel wäre das. Können wir das auf dem Foto erkennen? Nee, können wir ja nicht erkennen. Also, das ist... zu undeutlich. Gerade Gray. Boah. Also, ist gar nicht so einfach. Ich muss sagen, das Spiel, also der Teil ist weit noch schwerer als der erste. Ne? Brustige Distanz erschossen, Schießbomben, Einschussloch. Alter, Metallschüsse mit grünen Steinen. Ja, gut. Also, was ich halt komisch finde, ist der Wandschirm. Der ist halt verdeckt, aber gut, nee, das ist nicht komisch, glaube ich. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt noch hier die. Das da. Also, kann nichts vorlegen. Nun, Herr Wright! Nichts, euer Ehren. Das ist sehr klug von dir, Phoenix Wright. Du solltest wirklich aufgeben, beweisen zu wollen, dass dies nicht Maya Fey ist. Ich habe nicht gesagt, dass ich aufgeben wollte. Ich habe nur nicht den richtigen Beweis, um meine Argumente zu beweisen. Das reicht! Tatsächlich ist es alles, was ich tun konnte. Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass ein Freispruch unmöglich ist. Ich habe es doch gesagt. Vollständig, 100% unmöglich. Frau von Karma, haben Sie weitere Fragen an diese Zeugin? Da ich die Schuld der Angeklagten bewiesen habe, sind weitere Fragen unnötig. Was ist mit der Verteidigung? Keine weiteren Fragen, nehme ich an. Ich konnte Maya nicht beschützen. Die Verteidigung... Ja, da ist sie. Phoenix, du darfst nicht so ein Gesicht machen. Ein Anwalt lächelt, egal wie schlimm es wird. Mia... Da ist er. Ah, krass. Okay. Pearlie hat jetzt gechannelt. Ich schätze, ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen, oder siehst du das anders? Du, aber... Pearls? Ihre Kleidung ist etwas eng. Egal, worauf wartest du, Phoenix. Los geht's. Aber wie? Sie hat mir bereits jeden Vorteil genommen. Der Vorteil liegt noch immer in deiner Hand. Denk noch einmal scharf nach darüber, was du im Beschwörungsraum sahst. Erinnerst du dich daran, was du mir gestern erzählt hast? Dr. Gray. Klick. Ich wurde ermordet. Was? Ja, Lotta unter diesen Umständen. Okay, das kennen wir schon. Perfekte Umstände für Schnappschüsse. Das ist ja die gleiche Szene. Da siehst du, das ist das letzte Stück des Puzzles. Mir? Befrage Lotta noch einmal, Phoenix. Ich weiß nicht, ob sie es unterbewusst oder unbewusst oder mit Absicht tut, aber sie sagt nicht die Wahrheit.
Also, dieses Gericht würde das Kreuzfeuer und die Kreuzfeuer gerne beenden. Bitte warten Sie, Euer Ehren. Die Verteidigung erbittet eine erneute Aussage der Zeugin. Abgelehnt. Ich befürchte, Sie sind zu spät dran, Herr Wright. Das Kreuzfeuer wurde beendet. Des Weiteren sind alle... Schon gut, ich erlaube eine weitere Aussage. Ein von Karma-Fall ist perfekt und also vollkommen fehlerlos. Und dies ist der richtige Zeitpunkt, um das zu beweisen. Ja, aber ich meine, ich habe anschließend noch was vor. Na gut, ich erlaube es. Frau Hart, machen Sie rasch eine weitere Aussage. Nun, Mist, worüber soll ich denn reden? Bitte erzählen Sie uns noch einmal, was geschah, als Sie den Beschwörungsraum betraten. Ja, okay, wie du willst. Siehst du, du hast den Richter überzeugt, richtig? Nun, eigentlich war es von Gammas Peitsche, die ihn überzeugt hat. Was ich sah, Teil 2. Und Teil 2 sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin.